Und damit einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen, Julian der Zocker. Herzlich willkommen, CEO Second. Und herzlich willkommen, Nivi. Wir spielen heute das Horrorspiel Right Day weiter. Wir haben das letzte Mal den dritten Anbau gemacht. Ich glaube, das war der Neubau. Bin mir gerade nicht so sicher. Ja, doch. Und heute machen wir das letzte Gebäude, das vierte Gebäude, und dann sollte das Spiel auch schon durch sein. Also heute das große Finale, entweder Happy End oder Tragödie. Es gibt knapp 10 Endings in dem Game. Also richtig krass, es gibt 8 offizielle Endings und 2 Secret Endings. Und wir werden eins dieser Endings wahrscheinlich heute sehen. Vielen lieben Dank, Scotty, für deine Resubscription im 10. Monat. Oder, ja, im 10. Monat. Vielen, vielen lieben Dank, Scotty. Liebe geht raus. Und eventuell spielen wir danach Dead by Daylight oder danach Splatoon 3. Also diese beiden Optionen habe ich mir zumindest jetzt freigehalten. Aber natürlich können wir auch was ganz anderes machen. Aber ich denke, eins der beiden Spiele wird es danach. So. Dann wollen wir mal reingehen. Übrigens, ich muss mal eben ganz kurz den Skin von den einen ändern. Die wurden übrigens beide umgebracht, ne, die Hausmeister? Warte mal. Im letzten Kapitel wurden beide Hausmeister getötet. Man hat nicht ganz gesehen, ob sie jetzt tot sind. Vielleicht waren die auch nur unmächtig. Von diesem einen Geist, den wir übrigens danach getötet haben. Genau, ich setze die mal wieder auf die normalen Skins. Das war nämlich einmal dieser Jason und einmal der Freddy-Skin. War ein bisschen verstörend. Und herzlich willkommen, Jizzy. Bei DVD ping mich halt, werde jetzt was essen. Lass es dir schmecken. Und ja, ich werde dich auf jeden Fall pingen, falls wir DVD spielen. Und, wir gehen rein. Nein, ich habe dich jetzt auch erwähnt. Du warst ja danach erst da. So. Okay. Wir erinnern uns, ich hatte hier gespeichert. Ja. Ich meine wegen was anderem. Wegen was anderem? Ich hab's vergessen. Genau, das ist hier der Geist. Stimmt, den haben wir letztens umgebracht. Der ist von da ganz oben runtergefallen. Letzte Etage. Hallo? Alles gut, Chat. Alles gut. Herzlich willkommen, Danedo. So. Ist noch jemand hier, den ich noch nicht begrüßt habe? Ach so, das mit dem Nom-Nom. Ja, ich hab das nicht. Kann ich nicht. Ich kann das mit der Explosion nicht, so wie Fetzer. Musst du wohl doch zu Fetzer gehen. Okay, wir gehen rüber. Gehen rüber. Ja, hier. Das hat mich verwundert, weil hier ist eigentlich dieser Schalter. Den haben wir ja schon aktiviert. Deswegen können wir jetzt einfach weitergehen. Ich gucke noch eben. Genau, wir waren im Neubau. Hauptgebäude 1 und 2 haben wir schon gemacht. Und jetzt geht's zum Hörsaal. Der Hörsaal hat zum Glück nur 2 Etagen. Wird also nicht ganz so kompliziert. Wir gucken mal. Ich hoffe, Ton passt. Sag gerne Bescheid. Okay, da war irgendwas Lilanes. Hört sich an wie eine Dusche, aber das ist, glaube ich, Regen. Und diese Gänge sind so... Holy shit. Also, wenn ich so eine Schule hätte, das wäre wirklich unheimlich. Okay, auf zum Hörsaal.
Hörsäle kenne ich eigentlich an sich nur von Unis. So in der normalen Schule hat man meistens keinen Hörsaal, oder? Da wird dann meistens die Tonhalle für benutzt oder so. Hörsaal, 14. März, 12 Uhr. Herzlich willkommen, Just Broken. Im Hörsaal herrscht eine unvorstellbare Stille. Habe ich das richtig gelesen? Okay, Vorführraum, Tribüne. Und dann gibt es unten noch den Hörsaal, die Bühne, Toiletten, Haupteingang. Viele Räume. Es regnet. Ich gehe erstmal oben lang. Bin mal im Lurk und spiele währenddessen Splatoon 3. Viel Spaß! Und ich hoffe, du hast, ja, du bereust es nicht, Splatoon jetzt doch gekauft zu haben. Herzlich willkommen, Arawongi. Warte mal. Hä? Wo geht's denn hier hin? Hey, jetzt bin ich verwirrt. Es gibt noch einen Anbau? Worum geht's in diesem Game? Also, wir sind in einer asiatischen Schule. Wir haben ein Buch gefunden einer Mitschülerin und wollten dieses Buch der Mitschülerin geben. In Asien ist es üblich, bis abends in die Schule zu gehen. Also die haben wirklich bis 20 Uhr oder später noch Schule. Oder sogar 22 Uhr Unterricht. Adawonki, im 13. Monat, wie geht es dir heute? Ich habe Splatoon auf Level 10 geschafft. Liebe geht raus. Vielen, vielen lieben Dank, Adawonki, für den 13. Monat. Ich kenne das Game. Adawongi, vielleicht spielen wir nachher Splatoon oder Dead by Daylight. Ich bin mir noch nicht sicher, je nachdem, wie es mir nach diesem Game hier gehen wird. Genau. Wir haben ein Tagebuch gefunden von einer Mitschülerin, wollten ihr das bringen. Die Schule, ne, die Leute haben halt bis 22 Uhr Schule. Wir sind reingegangen und auf einmal wurde die Schule abgeschlossen. Und jetzt ist es 0 Uhr mitten in der Nacht und wir sind in dieser Schule. Und irgendwelche komischen Dinge gehen vor sich. Wir haben schon verschiedene Gespenster gesehen. Wir haben verschiedene Gespenster gesehen in dieser Schule und wir wurden auch schon von drei Gespenstern angegriffen. Das waren richtig creepige. Also einmal war es sogar ein riesiges Baby aus dem Mutterleib. Und eigentlich wollen wir dann auch eigentlich nur noch raus. Und es gibt einen Hausmeister und der jagt einen. Oh, guck mal, es ist schon fast 6 Uhr morgens. Herzlich willkommen, Taneko. Es ist schon fast 6 Uhr morgens. Wir haben es bald geschafft, Chat. Und es gibt einen Hausmeister und der. Das sieht so hell aus, ne? Das ist nur das Licht. Es gibt einen Hausmeister und der, wenn er uns begegnet, der tötet uns. Also, ganz creepy, ne? Ganz creepy. So, bitte achtet auch im Chat. Was ist das eigentlich? Was meinst du, Taneko? Achso, auf den gesetzlichen Mindestabstand. Das kennst du doch. So. Okay, dann lesen wir mal diesen Brief durch. Resultat der Brandschutzinspektion. Inspektionsort Hörsaal der Zhengdu High School. Das ist die Schule, in der wir uns befunden. Am 10.03.2001. Corona digital. Ja, Taneko. Ja. Muss ich bald mal rausnehmen. Ist schon ungültig, ne? Früher war es witzig. Platzierung der Feuerlöscher. Drei Exemplare insgesamt. Diese Texte sind ziemlich wichtig. Manche geben dir einen Hinweis zu dem, was noch passiert und was du tun musst. Zum Beispiel kann es passieren, dass, oh Wunder, hier demnächst ein Feuer ausbrechen wird. Und wir müssen die Feuerlöscher holen und den Feuer löschen. Wahrscheinlich wird das passieren. Also Feuerlöscher Typ A an der Rückwand des Hörsaals. Feuerlöscher Typ B, Umkleide der Jungen im Erdgeschoss. Und C, Umkleide der Mädchen. Also in beiden Umkleideräumen ist ein Feuerlöscher und an der Rückseite des Hörsaals. Inspektion der Sprinkanlage, einige Rohre tropfen. Okay, das war's undicht.
Der Sprinklerrohr im Aufenthaltsraum tropft und wird repariert. Der Ventilgriff für die Sprinkleranlage wird bis zum Abschluss der Reparatur im Lagerraum aufbewahrt. Also im Lagerraum ist der Griff. Wahrscheinlich müssen wir den auch noch holen. Im Lagerraum. Okay, alles klar. Ist das hier der Lagerraum? Das ist der Vorführraum. Lagerraum ist genau unter uns. Es gibt zwei Lagerräume, es gibt einen Duschraum, es gibt eine Umkleide. Ah, okay, auf der linken Seite sind die Jungs umkleiden und duschen, auf der rechten die Mädchen umkleiden und duschen. Das ist total bescheuert, ne? Umkleiden sind hier unten neben der Dusche, aber die Toiletten, die sind auf der anderen Seite. Wir müssen voll den weiten Weg laufen als Junge und die Mädchen haben die Toiletten direkt neben den Umkleiden. Oh, und da unten ist auch noch ein... Es gibt drei Lagerräume. Okay. Es gibt drei Lagerräume. Ich mag das Game. Wir spielen das Game auf der Nintendo Switch. Das ist vor einer Woche neu rausgekommen. Das Spiel gibt es schon länger für Handy und für PC und für PlayStation. Und es ist eine Neuauflage mit besserer Grafik. Tatsächlich. Das Original sah viel schlechter aus. Okay, auf der Bühne ist scheinbar jemand. Und das ist, glaube ich, eine unserer Mitschüler. Die wir, geschippt haben. Also, genau, es gibt drei Frauen in diesem Game, die du shippen kannst. Du musst dich halt im Laufe des Games entscheiden, auf welche Frau du stehst. Und es gibt gute Enden und schlechte Enden. Und ich weiß nicht, welches Ende wir erwischt haben. Eventuell haben wir einen Geist geschippt. Das sehen wir erst zum Schluss. Wie schlecht war der Raid gestern? Ja, der war richtig schlecht, Big Bruch. Gary ist einfach offline gegangen im gleichen Moment. So, hier fängt es schon an. Hä? Von wo bin ich eigentlich gekommen? Ich bin von hier gekommen, okay. Hier ist nämlich noch ein Dokument. Lass uns das mal anschauen. Hinweise zur Nutzung des Hörsaals. Bei Beleuchtung im Hörsaal kann über den Vorführraum eingestellt werden. Bitte achten Sie darauf, dass bei einer fehlerhaften Verwendung der Schalter im Bedienraum die Haupttür verriegelt werden kann. Wir bitten alle, die den Hörsaal nutzen, sich über diesen Umstand im Klaren zu sein. Okay, also irgendwie wird was verriegelt, wenn man irgendwas macht. Vielleicht werden wir auch im Laufe des Games noch gejagt und müssen tatsächlich die Tür verschließen lassen. Ich bin mir nicht sicher. Okay, mal gucken. Also da unten liegt jemand. Da wollen wir natürlich gleich hin und gucken. Ich schaue mich trotzdem erstmal in Ruhe um. Was ist das denn? Sorry wegen gestern. Du wusstest ja nicht, dass du geradet wirst. Das war halt wieder perfektes Timing. Ich habe zur selben Zeit dich geradet. Ich hatte dich geradet, weil du mich ja auch öfter geradet hast. Und Fetzer habe ich schon mehrmals geradet. Genau. Also war jetzt auch nichts gegen Fetzer oder so. Komisch. Also hier liegen nur ein paar Matratzen und Bälle. Dann gehen wir rüber. Ich guck mal, ob ich hier noch irgendwas sehe auf den Zuschauerplätzen. Und Big Bro ist schon Level 30 in Splatoon. Genau, heute gibt es entweder Splatoon oder Dead by Daylight. Aber erstmal hier das Finale. Oh, Filzstift. Mit den Filzstiften kann man speichern. Jedes Mal verbraucht man einen Filzstift. Wir haben jetzt in dem Fall 6 Filzstifte. Also wir können noch 6-mal speichern. Man kann nicht unendlich speichern. Also ihr könnt nicht jetzt einen Schritt laufen, was machen, speichern, weil ihr Angst habt zu sterben. Da müsst ihr einfach durch. Das ist halt Teil des Horrors. Und das Spiel ist wirklich geil. Ich finde das Spiel hammergeil. Und allein, weil du halt shippen kannst, war mir klar, Broken, dass du das gut findest. Ich glaube, du stehst auf so Ship-Spiele. Das ist, ich glaube, du findest auch den Dead by Daylight Dating Simulator geil. Habe ich mir bis heute noch nicht angeguckt. Kostet 6 Euro, glaube ich. Aber hier ist wirklich noch ein Raum. Okay. Die Rune haben wir nicht, deswegen kommen wir hier nicht weiter. Wir gucken jetzt hier unten mal. Hier ist ein Getränkeautomat. Da kann man sich Heilung kaufen mit Geld. Das Geld muss man finden. Wir haben, glaube ich, noch 8 Münzen oder so. Ich liebe alles damit. Hier können wir speichern mit einem Filzstift. Mache ich später.
Ich schaue mich erstmal noch um. Oh oh. Irgendwas läuft hier auf Hochtouren. War das hier in diesem Raum? Hä? Ich glaube, wir brauchen diesen Hebel für den Ventil. Oh, sorry. Oh, Lupus, wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Ich bin leicht erkältet. Oder vielleicht rede ich es mir auch nur ein, ich weiß es nicht. Bedienraum des Hörsaals. Warum rauscht denn das hier so? Oh, okay. Das ist dann wohl, ich habe irgendwie mir was anderes unter Bedienraum des Hörsaals vorgestellt. Also hier müssen wir wohl reparieren gleich. Hier ist irgendwas kaputt, Chat. Das sieht nicht gut aus. Ich gehe mal weiter. Du redest dir das ein. Herzlich willkommen, Teleschnecke. Hoffen wir mal, dass ich es mir nur einrede. Ich sehe aber auch mega krank aus, oder? So mega blass. Mega komisch. Die Räume sind alle zu, Chat. Ich gehe auf die andere Seite. Morgen bist du so krank, dass du deinen Urlaub stornieren kannst. Klingst echt leicht krank. Siehst du, ich bin krank. Sag ich ja. Urlaub stornieren. Du siehst immer so hell aus. Nein, ich sehe sonst immer richtig sexy aus. Okay, wie es aussieht, es geht hier nicht, geht's hier nicht weiter. Hä? Mono Brownie, herzlich willkommen. Wie Mono Brownie? Mono Nacko. Der Ausgang lässt sich nicht öffnen. Oh, habe ich mich gerade erschrocken. Leute, das ist ein Spiegel. Männergrippe sind tödlich. Man leidet da immer richtig extrem. Ich hoffe nicht, dass es eine Männergrippe wird. Ich hoffe nur so eine kleine Frauengrippe, die man so wegstecken kann. Also, ich komme nicht runter, ich komme nicht hoch, ich bin verwirrt. Ich soll doch zum Lagerraum, ne? Hä? Das ist die richtige Wortwahl. Imagine Frauengrippe, richtig. Ja. Hallo? Ist gerade die Tür aufgegangen? Nee, ne? Und die Menschen in deiner Umgebung leiden erst recht. Ja. Die Maschine gerät außer Kontrolle. Das sieht gefährlich aus. Ja, was soll ich tun? Hä? Frauen haben doch schon einmal im Monat Grippe. Okay, Chat, okay. Was soll ich tun, Chat? Ich muss in den Lagerraum, aber ich komme nirgendwo rein. Die Türen sind alle deaktiviert. Hä, ich bin komplett lost. So ein schönes Spiel, aber ich bin zu doof, irgendwas zu tun. Ich vermisse meine Freundin. Wo ist sie denn? Wo ist deine Freundin? Ist sie schon wieder im Urlaub? Oh. Monaco. Oh no, Monaco. Wo ist... Ah ja, da geht's zurück, wo ich herkomme. Hey, bin ich jetzt komplett lost, Chat? Hier konnte ich das Bühnenlicht anmachen. Oh, es ist mittlerweile 6 Uhr morgens. Eigentlich haben wir... Ja, die Nacht überstanden, ne? Es kann ja eigentlich nichts mehr passieren. Hä? Ich kann aber auch nichts mehr machen. Ist das Spiel kaputt? Ich kann keine Türen öffnen.
Das ist doch sehr begrenzt, was ich machen kann. Kommt ihr auf die Lösung? Übersehe ich irgendwas? Habt ihr irgendwas gesehen, was ich übersehen habe? Ich habe sie seit 5 Tagen nicht gesehen. Sie ist zu Hause. Hä? Und warum gehst du sie nicht besuchen? Wenn sie seit 5 Tagen bei sich zu Hause ist? Und du 5 Tage bei dir zu Hause? 3 Stunden später, Brownie stirbt. Ah, guck mal, hier ist ein Schalter. Ich Idiot. Come on. Legen wir den einzigen Schalter, der noch nicht umgelegt ist, um. Wir sehen uns morgen. Na dann. Viel Spaß morgen. Warum seht ihr euch nicht heute? Oder gestern? Oder vorgestern? Heute war die mit einer Freundin unterwegs. Und warum könnt ihr euch heute nicht mehr sehen? Zu spät, oder was? Welche Tür hat sich gerade geöffnet? Zum Glück sehen alle Türen gleich aus. Bei dabei. Herzlich willkommen, Fetzer und Uwe. Ich habe gehört, Fetzer hat jetzt eine neue Freundin. Bist du wieder nackig? Hä? Ich bin nicht nackig. Sehe ich so aus? Sieht diese rote Farbe aus wie meine Haut? Oh mein Gott, Leute, Chat! Es war so klar. Es brennt. Ich hab's predicted. Ich kenne das Spiel nicht, Chat, ja? Ach du Scheiße. Moment! Das ist doch die Frau, die wir schon getötet haben. Scheinbar war sie doch nicht tot. Naja, es war ja auch ein Geist. Oh mein Gott, sie rennt auf uns zu! Oh, stopp! Mann, Scheiße! Wo waren die Sachen? Wir haben Zeit, uns das durchzulesen. Und ich habe nicht gespeichert. Eine zitternde Frau. Och nein. Okay, gut, 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 gut. An der Rückwand des Hörsaals. Wo ist das Hörsaal? Rückwand, wo ist die Rückwand? Umkleide Jungs, Umkleide Frauen. Umkleide Jungs, Umkleide Frauen und Hörsaal. Rückseite. Was ist denn die Rückseite eines Hörsaals? Ah, Bedienraum des Hörsaals. Okay, die Rückseite. Das Hörsaal. Hörsaal? Rückseite? Wo ist die Rückseite? Was ist das für Deutsch? Ich habe keine Ahnung, wo die Rückseite ist. Klingt so, als hätte sie die Männergrippe. Sie anstrengt, zum Glück morgen Spätschicht. Ja, sie hat die Männergrippe. Umkleide Mädchen. Okay, wir rennen. Wir gehen los. Oh mein Gott, das brennt. Ich komme da nicht rein. Okay. Bei den Mädchen komme ich nicht rein. Also muss ich wahrscheinlich erstmal zu den Jungs. Sie ist weg. Das Mädchen ist weg, Chat. Hä? Da komme ich auch nicht rein, Chat. Wo war denn der Feuerlöscher? Rückseite des Hörsaals. Wo ist die Rückseite, Bro? Ist hier die Rückseite? Ah, sie ist da! Sie ist da! Wo ist sie? Ah! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Rückseite des Hörsaals! Rückseite des Hörsaals! Rückseite des Hörsaals!
Hier ist nichts! Fuck, Alter. Oh, scheiße, ich werde sterben, Mann. Ich verstehe das Rätsel nicht. Beruhig dich. Also in den Umkleiden komme ich nicht rein. Rückseite des Hörsaals. Chat, was ist für euch die Rückseite des Hörsaals? Was ist denn überhaupt der Hörsaal? Das ganze Ding ist der Hörsaal. Hat einer den Hörsaal gesehen? Bisher gibt es leider keine Ausstellungsstücke. Ich wollte mir heute neue Watch holen. Aber ich bin am Hin und Her überlegen, welche, und wollte sie mir nochmal anprobieren, ansehen. Wieso war das blaue Feuer? Wo ist blaues Feuer? Und Fetzer sagt, ihr habt nichts bekommen. Wie, ihr habt nichts bekommen? Ich finde es so witzig, dass heute aufgebaut werden und es war keiner da. War kein Personal da oder war keine Ware da? Ah, das Feuer. Das blaues Feuer. Aber ich komme da nicht hin. Oh, oh, sie ist da! Mann, ich habe hier keinen Durchgang. Da ist blaues Feuer. Ich habe hier keinen... Ich bekomme jedes Jahr ein iPhone umsonst. Das ist schön, Fetzer. Das freut uns. Ich verstehe nicht, wo das... Ich verstehe nicht, wo ich hin muss. Hier brennt doch alles. Aber ja, da ist ein blaues Feuer. Ihr habt recht. Wahrscheinlich muss ich dieses Feuer löschen. Das ist das Feuer vom Geist. Ah, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Chat, ich hab's gefunden. Ich hab den Feuerlöscher gefunden. Ich muss für mein iPhone auch nie was zahlen. Das ist schön. Ich muss für alles zahlen. Aua, 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 ich bin so voll durchs Feuer gelaufen. Ich versteh's nicht. Wie soll ich denn jetzt hier reinkommen? Ich sehe mich schon tot. Ganz ehrlich. Ah, jetzt kann ich das Feuer von den Männern löschen. Oder auch nicht. Hallo, wie lösche ich denn Feuer? Das ist doch eine Riesenverarsche. Ich verstehe kein Wort. Ich kann mit dem Feuerlöscher nichts anfangen. Ich habe den aber schon eingenommen, ne? Ein Feuer zum Löschen von Bränden. Ja? Und was soll ich jetzt löschen, Chat? Und wie? Auspinkeln, husten. Aber ich kann nicht. Ich dachte, ich müsste jetzt alle Feuerlöscher finden. Ah, warte mal. Da ist was Gelbes jetzt. War das schon immer gelb? Ja, puste doch! Oh! Oder muss ich die Frau damit anpinkeln? Ich kann nicht. Es geht nicht. Es geht nichts.
kann mir das nicht geben. Ich kann auf beiden Seiten das Feuer nicht löschen. Am 29.09. bekommst du die das neue iPhone, Fetzer. Sofern es nicht zur Verzögerung kommt. Wo du eben warst. Hier, oder? Aber hier geht nichts. Also ich habe hier ja den Feuerlöscher genommen. Oh, da ist sie wieder. Nee, tot. Ich hoffe, es gibt einen Checkpoint. Aber so viel haben wir ja nicht gemacht. Nö. Okay. Ich weiß nicht mehr, was an dem Feuer, wo links dran der freie Raum ist. Links dran der freie Raum. Okay. Ich überspring mal. Das kennen wir. Hat sich einer die Lösung angeschaut? Okay. Versuchen wir es einfach mal. Ich bin so zwiegespalten. Was ist los? Was ist denn los? Quanda. So, Raum ist offen. Wir gehen durch. Ich verstehe nicht, was ich mit dem Feuerlöscher wo machen soll. Also da hinten ist der Feuerlöscher, Chat. So, der andere Feuerlöscher ist hier drin. Komme ich nicht rein. Da wird gleich Feuer sein. Und auf der anderen Seite ist das Frauentoilette. Auf die Toilette der Frauen kommen wir aber rein. Vielleicht kommen wir dahin. In der Notiz steht, Feuertyp A ist Rückwand des Hörsaals. Das haben wir bekommen. Das nächste wäre bei den Jungs. Und Typ C wäre bei den Frauen. So, und dann gibt es noch die Inspektion der Sprinkleranlage. Ein paar Rohre tropfen. Ja, Ventilgriff für die Sprinkleranlage ist irgendwie im Lagerraum. So, Quanda, was ist los? Und Teleschnecke sagt, Fetzer, echt die Ultra? Also ich hatte mir alles dazu durchgelesen. Was möchte man mit so einer Uhr? Extremsportler nutzen ganz andere Watches. Ja, da hast du recht. Wenn ich Geld hätte, würde ich die Ultra holen. Hole aber keine, sagt Fetzer. Ja, weil die ist halt einfach arschteuer und viel zu unnötig. Fitbit wurde gefragt, sagt Fetzer. Fetzer hat, glaube ich, nicht mal eine Uhr. Eigentlich reicht sogar die SE. Fetzer hat nicht mal eine Watch, eine Apple Watch. Genau, und dahin musst du mit den A. Also zu den Frauen. Okay, da muss ich zu den Frauen. Ich finde Smartwatches generell irgendwie unnötig. Let's go. Aber ich finde auch Smartwatches, die irgendwie nicht mal einen Tag halten, finde ich halt total doof. Also eine, wenn ich sie morgen früh anhabe und abends ist sie schon alle, ist halt total doof. Wenn man die Apple Watch 4 hat, brauchst du gar keine neue Watch. Sehe ich so, Teleschnecke. Die Apple Watch 4 ist besser als die neue SE. Und alle anderen Modelle darüber sind einfach unnötig. Ich habe die Apple Watch 7. Bin damit so zufrieden. Aber du musst jeden Tag aufladen, ne? Die SE ist sowieso ein altes Modell als neu. Die SE-Modelle sind immer alte Modelle, die sie als neu verkaufen. Für viel Geld. Das ist halt totaler Beschiss, so. Auch die iPhone SEs sind in Wahrheit Vorgängermodelle, die sie als neuwertig verkaufen. Mit der Technik von damals.
Okay. Vielleicht kommen wir über die Toiletten rein. Hier habe ich nicht geguckt, aber hier ist nichts. iPhone 8? Was ist iPhone 8? Ich kann den Feuerlöscher nicht ausrüsten. Eigentlich müsste er mir sofort... Also, wenn ich das Item benutzen kann, wird mir das eigentlich angezeigt. Wenn ich das Item benutzen soll oder darf, wird mir das angezeigt. Aber hier wird mir nichts angezeigt. Deswegen gehe ich mal davon aus, ich kann hier nichts benutzen. Was aber auch komisch wäre. Du musst nah dran. Guck mal. Vielleicht muss ich das auch beides erst triggern. Und vielleicht ist jetzt irgendwo anders was weniger geworden. Vielleicht muss ich auch über die Bühne. Über die Bühne dahin. Versteht ihr? Nee. Ich kann ja über die Bühne, über den Aufenthaltsraum, rüber zur Umkleide. Oh, es geht doch. Oh Mann, ich bin so dumm. Du hast dir die Lösung angeschaut, oder? Monaco sagt, das ist nichts Neues, dass die Produkte dort günstiger sind. Wo sind die Produkte günstiger? So dumm, das iPhone 14 kostet in Deutschland 1000 Euro und in Amerika 800 Dollar. Ach so, ja. Ist halt heftig, ne? Und das iPhone in der besten... Ausführung kostet sogar über 2000 Euro. Wenn ihr das iPhone haben wollt, was er am besten hat, also die größten Speicher, zahlt ihr über 2000 Euro für ein Handy. Hä, wieso komme ich hier nicht rein? Ah, das ist ein Glas. Verbandskasten, sehr gut. Chat, das ist... Das ist gut. Das war der Duschraum. Da müssen wir jetzt zu den Jungs gehen. Warum kann ich hier über die Bühne? Okay, egal. Chat, Chat, Chat. Ganz gut. Ganz ruhig. Fetzer will unbedingt jetzt Werbung gucken. Oder dass ihr Werbung habt. Fetzer gönnt euch gar nichts, ey. Danke für die Werbung. Und deinen Support. Ich muss kurz Werbung schalten, Chat. Jetzt hat jeder Werbung. Bam. Mein RTL. Wassermarsch, danke dir. So, Sojamilch aufgenommen. Noch ein Feuerlöscher Typ B. Wieso Typ B, hä? War der... Waren das beides Typ B Feuerlöscher? Okay, Chat. Schließfach ist hier offen. Verdächtig. Hast du toll gemacht. So, und jetzt gehe ich das Feuerlöschen hier, ne? Würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Wieso habe ich jetzt voll... Wieso habe ich Schaden bekommen? Oh! Klar, man macht nicht einfach so Türen auf, Chat. Oh nein! Die Frau stand hinter uns, oder was? Oh. Oder war ich zu... Nee, ich glaube, die Frau hat uns geschlagen. Ich glaube, ich muss löschen und dann immer so wegrennen, dass die Frau einmal rumrennt. Verstehst du? Dass ich immer Distanz zur Frau aufbaue. Und immer so loopen. Hab gesehen, hab ein Abo verschenkt bekommen. Vielen Dank. Lassax, herzlich willkommen und danke. Ja, bitteschön, gern geschehen. Wieso bedanke ich mich? Nein. Danke, ja, irgendeiner hat dir das geschenkt. Genau, wenn du im Ausland die Uhr kaufst, kriegst du keine deutsche 2-Jahres-Gewährleistung. Teleschnecke, das ist wichtig, das sollten alle wissen. Klar, in den anderen Ländern sind die Produkte günstiger, aber die haben auch nicht diese gesetzliche 2-Jahres-Garantie. Also wenn du dir zum Beispiel ein iPhone für 2000 Euro in Amerika kaufst und es geht morgen kaputt, ist halt vorbei. In Deutschland hast du das Gesetz, du hast 2 Jahre Garantie und das hast du in Amerika zum Beispiel nicht. Deswegen gibt es in Amerika für sehr viel Geld diese Apple Care für 1-2 Jahre, die man witzigerweise in Deutschland auch abschließen will, kann. Das ist aber kompletter Abzocke-Chat. Ihr habt nämlich vom deutschen Gesetz, wenn ihr in Deutschland eine Apple kauft, 2 Jahre Garantie. Ihr müsst nicht diese Apple Care für 2 Jahre kaufen für 500 Euro. Die Garantie habt ihr in Deutschland so oder so. In Amerika ist es nicht so, da macht diese Garantie Sinn. Da sollte man die mitkaufen. So, stimmt nicht, doch, das stimmt. Deutsches Gesetz, dass du 2 Jahre Garantie hast, Fetzer. Das wissen viele nicht und kaufen so eine Scheiße und lassen sich vom Mediamarkt so eine Scheiße andrehen. Du hast 2 Jahre Garantie. Also wenn irgendeine Technik kaputt geht in den 2 Jahren, bei Elektrogeräten, müssen sie vom Händler ersetzt werden. Und Mediamarkt will dir immer so eine scheiß Versicherung aufschwatzen. Zwei Jahre Gewährleistung hast du. Ja, eben. 1 Jahr Herstellergarantie. Die Herstellergarantie ist egal, wenn du 2 Jahre Gewährleistung hast. Dann haftet halt nicht Apple, sondern Mediamarkt dafür. Das ist halt scheißegal so. Oh, ich bin tot. Die Apple Care deckt völlig andere Dinge ab. Also du gehst halt innerhalb der 2 Jahre nicht zu Apple, sondern du gehst einfach zu dem Shop, wo du es gekauft hast und die müssen dir das dann ersetzen. Gewährleistung und Garantie sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Ja, sie sind 2 verschiedene Paar Schuhe, aber wenn das Gerät kaputt geht, ist es letztendlich egal, ob du die Garantie oder die Gewährleistung benutzt. Du benutzt einfach das, was du hast. Verstehst du? Und wenn du 2 Jahre Gewährleistung hast und nur 1 Jahr Garantie, dann nimmst du halt in den 2 Jahren die Gewährleistung. Fertig. Okay. Zack. Zack. Also wir wissen jetzt, wie es geht. Wir kennen die Spielmechanik. Und in den Quicktime-Events darf man nicht verkacken, dann ist man instant tot. Du bekommst nichts, wenn das Gerät einen Mangel nach 1,5 Jahren hat. Ja genau, Akkus zählen nicht zur Garantie. Also ich hatte damit noch nie Probleme. Wenn irgendein Gerät bei mir innerhalb der 2 Jahre kaputt gegangen ist, habe ich es immer ersetzt bekommen, Fetzer. Kann sein, dass Mediamarkt sich querstellt, aber zum Beispiel Amazon tut dir das innerhalb der 2 Jahre immer ersetzen, ganz egal was damit ist. Außer es hat einen Wasserschaden oder sowas.
Aber wenn ein Gerät kaputt geht bei Amazon, tauschen sie es dir innerhalb der 2 Jahre immer aus. Ohne Bedingung. Bei Mediamarkt könnte es sein, dass die rummeckern. Ist sowieso ein Saftladen. Apple hat nur 1 Jahr Garantie. Auch wenn du Apple-Geräte bei Amazon kaufst, tauscht dir Amazon sie innerhalb der 2 Jahre ohne irgendeinen Umstand einfach aus. Du gehst halt zu Amazon, wo du es gekauft hast, und nicht zu Apple, Fetzer. Deutsches Gesetz. Das ist eine Kulanzentscheidung. Ja, es kann sein, dass man bei Mediamarkt immer Pech hat. Deswegen kauft euch die Sachen dann lieber bei Amazon oder so. Also da habe ich bisher immer gute Erfahrungen gemacht. Die entscheiden Kulanz innerhalb der 2 Jahre Gewährleistung. Kannst halt... Ist egal so. Da musst du nicht diskutieren. Bei Mediamarkt kann es sein, dass sie sich querstellen. Oh. Vom Hersteller auch. Also bei Amazon habe ich sogar schon einen Stuhl umgetauscht, der nach 18 Monaten kaputt war. Weil er muss halt 2 Jahre halten. Deutsches Gesetz, die Sachen, die du kaufst, müssen mindestens 2 Jahre lang halten. Wenn sie durch normalen Gebrauch kaputt gehen, kannst du sie einfach umtauschen und du kriegst ein neues. Ganz egal, ob du irgendeine Mediamarkt-Care für teuer abgeschlossen hast oder Apple-Care. Wenn das Produkt auch ohne diesen Abschluss kaputt geht, durch ganz normalen Benutzen, hast du ein Anrecht darauf, neues oder repariert zu bekommen. Außer es ist jetzt kaputt gegangen, weil ein Auto rübergefahren ist. Wenn du es aber ganz normal benutzt, kriegst du auf jeden Fall innerhalb der 2 Jahre immer das ersetzt. Was deckt Apple Care? Ja, Apple Care deckt noch ein bisschen andere Sachen ab. Irgendwie Wasserschaden oder sowas. Klar. Fetzer, ich rede von dem ganz normalen. Wenn du dir nichts zu Schulden kommen lässt und es geht kaputt, dafür brauchst du keine Apple Care. Aber Mediamarkt zum Beispiel hat halt zum Beispiel meine Schwester für so einen Fall, falls es ganz normal kaputt geht, obwohl sie nichts dafür kann, wollte Mediamarkt ihr Apple Care aufschwatzen für viel Geld. Und das ist halt Schwachsinn. Oh mein Gott. Habe ich mich geheilt? Ja. Hä? Mann! Wie soll ich denn weg, wenn die Frau da steht? Bei ganz normal greift die gar nicht, siehst du? Deswegen, also diese Versicherung musst du für einen normalen Nutzerfall nicht kaufen, weil du hast halt die ganz normale gesetzliche Gewährleistung. Hatte mir mal JBL-Kopfhörer gekauft, sind nach 1 Jahr kaputt gegangen, habe sie umgetauscht und direkt neue bekommen. Genau. Und für so einen Fall brauchst du halt keine Amazon- oder Mediamarkt-Zusatzversicherung, die aber ganz gerne halt angeboten wird. Die sind aber eigentlich für ganz andere Fälle. Aber das verschweigen die Mitarbeiter oft. Also wenn du so schlechte Mitarbeiter kriegst, die sagen so, das brauchst du unbedingt. Was passiert, wenn jetzt dein Handy einfach auf einmal über Nacht ausgeht und kaputt ist? Dann kriegst du kein neues. Du musst das jetzt abschließen für 300 Euro. Und viele sagen dann so, oh, okay, ja, ich brauch das unbedingt. Nein. Außer dein Handy fliegt irgendwie aus 10 Meter Höhe und explodiert oder so, dann ist es halt keine Gewährleistung mehr. Muss man halt immer... Ja, genau, man muss sich selber informieren. Genau, die Zusatzversicherung ist für Sturzschaden. Manchmal auch Diebstahlschutz und sowas drin. Aber es wird halt meistens überdramatisiert im Sinne von, du musst das unbedingt holen, weil sonst ist egal, was passiert, dein Handy ist dann einfach kaputt. Aber so schlimm ist das gar nicht. So. Aber meistens wird das so dargestellt.
Und das, was Apple da mal geschrieben hat, Fetzer, das hatte man eine lange Zeit lang nicht gestimmt. Das stand im Konflikt mit dem deutschen Gesetz. Vielleicht haben sie es aber auch inzwischen schon korrigiert. Das sind ganz alte Informationen von mir. Ich hatte nämlich damals mal das allererste iPhone. Und da hat sich Apple nicht an die deutschen Gesetze gehalten. Aber wahrscheinlich haben sie es schon mittlerweile gefixt. Weil da war es noch der Fall, dass die unbedingt eins diese Versicherung aufschwatzen wollten und der Meinung waren, die deutschen Gesetze zählen nicht in Deutschland. Aber vielleicht haben sie da auch schon einen reingewirkt bekommen. Runter? Es gibt zwei Sachen, wo Apple umdenken muss. Immer noch. Ja, es ist schon lange her, Teleschnecke. Also, würde mich wundern, wenn sie es nicht schon längst gefixt haben müssen. 2025 USB-C-Standard. Hat Apple noch nicht. Apple hat immer noch nicht USB... Jedes Gerät hat USB-C. Apple hängt einfach 5 Jahre zurück. Apple hängt einfach 5 Jahre technologisch mit dem USB-C-Standard zurück. USB-C ist mittlerweile in jedem Gerät verbaut. Okay. Ja, und austauschbare Akkus ist schwierig herzustellen. Mein Bruder wird aber auch bald das neue iPhone... austauschbare Akkus sind tatsächlich mittlerweile schwierig umzusetzen, wenn das Handy wasserdicht sein soll. Genau, Laskax. Das Problem ist, Handys, die austauschbare Akkus haben, sind nie wasserdicht. Weil die Klappe, die du da auf und zu machst, die kannst du halt nicht wasserdicht abschließen. Oben könnt ihr schauen, ob euer Apple-Gerät noch Garantie hat. Ja, oder du schaust einfach auf deinen Kassenbon. Wenn dein Kassenbon neuer als 2 Jahre ist, dann hast du auf jeden Fall noch deine Gewährleistung und gut ist. Alles andere ist egal. Immer noch keine Benachrichtigung? Oha! Wieso bekommst du keine Benachrichtigung, Sio? Teleschnecke, die auf der Liste sind halt einfach die Geräte aufgelistet. Wenn die Geräte innerhalb der letzten 2 Jahre rausgekommen ist, hast du auf jeden Fall Gewährleistung, auch ohne Kassenbon. Weil du kannst es ja schlecht... Also Moment, du hast ja 2 Jahre Gewährleistung. Und wenn das Gerät innerhalb dieser 2 Jahre Gewährleistung erst frisch rausgekommen ist, kannst du ja die Gewährleistung gar nicht überschritten haben, technisch. Weil das ja noch gar nicht so früh verkauft wurde. Und auf der Liste stehen einfach nur die Geräte, hey, dieses Gerät kam vor weniger als 2 Jahren raus, du hast auf jeden Fall Gewährleistung. Wenn du das Gerät später kaufst, hast du trotzdem ab dem Kaufdatum immer noch 2 Jahre Gewährleistung. Naja, und austauschbare Akkus müssen alle Geräte haben, alle technischen Geräte. So, Apple hat keine Benachrichtigungs-LEDs. Aber die haben jetzt neulich ein Feature bekommen, was iOS schon lange hat. Ich glaube irgendwie Widgets oder sowas. Ich glaube, Apple hat jetzt endlich Widgets und alle haben sich gefreut. Und das kann Android schon seit 10 Jahren. Minky, herzlich willkommen. Drei Stunden AFK? Hä? Ich komme nicht mehr in den Hörsaal rein. Wo muss ich das Ding jetzt reinstecken? Oh, warte mal, das war woanders, oder? Warst du beim Friseur? Nee. Schau in der Notiz. Oh, dieses Geräusch, das nervt so heftig. Der springt erst im Aufenthaltsraum. Ah, im Aufenthaltsraum. Oh nein.
Okay. Danke dir, Nivi. Das war sehr schlau. Aufenthaltsraum ist hier unten. Ich finde dieses komische Getriller nervig. Hier müsste der Sprinkler sein. Das Ventil dreht sich nicht mehr. So, okay, jetzt ist das Feuer gelöscht. Oh mein Gott. Es war einfach instant. Das war ein komischer Bosskampf. Warum heult da jemand? Was hast du angestellt, Brownie? Ich hab alles abgefackelt. Beziehungsweise, nein. Dieser Geist hat alles abgefackelt. Da ist er. Das ist von der Erzählung. Erinnert ihr euch von diesem Dokument? Es gab hier eine Frau, die ist hier lebendig verbrannt. Und ich glaube, das ist sie. Und jetzt kann sie in Frieden ruhen. Wir haben ihr Erlösung gegeben. Ist auch egal, Fetzer, was jetzt nun Garantie und Gewährleistung ist in Deutschland, wenn etwas in 2 Jahren kaputt geht, ohne dass du es nicht zu verschulden hast, kriegst du es ersetzt. Okay. Jetzt können wir antworten. Ich glaube, jetzt ist alles vorbei. Ist alles okay? Ich frage, wie es ihr geht. Okay, irgendwas stimmt mit ihrem Knöchel nicht. Ich soll die andere suchen. Bist du sicher, dass du alleine zurechtkommst? Alleine bist du nicht sicher. Ich sag ihr, dass sie nicht sicher ist. Bin schon 17 Jahre im Handel. Die Beispiele, die du nennst, stimmen zufällig. Siehst du? Egal, können wir auch privat nochmal klären, dann kannst du es mir erklären, Fetzer. Du machst das beruflich, ich glaub dir. Kannst du es mir nochmal irgendwie als Fachverständiger gerne nochmal genauer erklären oder in einem Just Chatting oder so. Das ist gar nicht so einfach, was Umtausche und Retoure angeht und 90% aller Kunden denken, das sei selbstverständlich, was es aber nicht ist. Ja, aber bei Amazon zum Beispiel hast du halt innerhalb von 2 Jahren immer irgendwie diese Kulanz, ganz egal, was es nun ist. Warum antwortest du mir nicht, Christian? Weil gerade dieser Hörsaal abgebrannt ist und ich nur 8 Minuten Zeit hatte, das zu fixen. Tut mir leid, dass ich nicht den Chat komplett gelesen habe. War wirklich nicht Absicht. Hi Cloud, wie geht es dir so? Update von Dragon Ball Xenoverse ist cool. Das freut mich, Christian. Gerne eine Präsi dafür vorbereiten. Ja, Fetzer, lass uns das mal irgendwie klären und dann machen wir da ein Just Chatting oder so drüber. So, wir beide zusammen. Das wär's doch, oder? Du, ich auf Discord, über Voice, beide Webcam an und das streamen wir dann hier auf Twitch. Die große Erklärstunde. Weil Amazon keine Kunden verlieren will. Wie viele andere Händler auch. Ah, okay. Gar kein Bock drauf. Okay, dann kein Bock. Machen wir nicht. Weiter geht's. Wollen wir uns den Knöchel ansehen oder wollen wir Sang-A suchen? Wir schauen uns den Knöchel an, was los ist. Chat, war das jetzt eine gute Idee, sich den Knöchel anzuschauen? War eine gute Idee, oder? Wir können sie ja nicht einfach liegen lassen. Während es spukt und alle sterben. It hurts. Ja, Christian. Leute, das ist das große Finale. Wir müssen uns jetzt aufs Spiel konzentrieren und nicht auf irgendwelche anderen Sachen. Jetzt alle aufpassen. Handy weg. Ist ja wieder Schule hier. Oh, Chat. Wir lassen sie nicht allein. Das ist gut, oder? Das, was Apple behauptet, ist nicht unbedingt das, was das deutsche Gesetz sagt, Fetzer. Da muss man aufpassen. Es gibt tatsächlich immer noch Firmen, die sich tatsächlich nicht so richtig dran halten.
Handy weg, dann ist der Stream weg. Ciao, Petzer. Viel Spaß. Warte. Hä? Warte, warte, hä? Kann es sein, dass das letzte Dialog einfach nur darüber entscheidet, ob das Spiel gut oder schlecht endet? Also dadurch, dass ich jetzt ihr Knöchel verbunden habe, sind wir jetzt einfach rausgelaufen. Ende. Best Ende. Hätte ich jetzt gesagt, hey, ich lasse dich liegen und such die andere Frau, dann wären wir wahrscheinlich gestorben. Chat. Das war auf einmal einfach Ende. Es gibt mehrere Enden. Gut wie schlecht, ja. Also hätte ich jetzt die Frau liegen gelassen, Adawongi, und gesagt, ich suche die andere Frau. Dann wären wir in irgendeine Falle gekommen und gestorben. Und das Spiel wäre wahrscheinlich noch 3 Stunden gegangen oder so. Es gibt 10 Enden, Minky. Genau. Ich habe nicht schlecht gewählt. Scheinbar habe ich ja das beste Ending bekommen. Wir sind mit der Frau mit der Brille entkommen. Soll ich jetzt vielleicht noch das andere, also das Ende machen, wo wir sie liegen lassen? Ja, das ist tatsächlich ein lames Ende, weil die ganze Zeit war es so heftig und so und dann am Ende sind wir einfach nur rausgelaufen. Und haben so gesagt, so, ja, lass uns die anderen, scheiß drauf, wir gehen jetzt erstmal raus. Du bist verwundet, wir gehen. Ist nicht das beste Ende, aber wenigstens ein gutes Ende. Was wäre denn das beste Ende? Besser als wir haben überlebt, geht's doch gar nicht. Außer irgendwie, wir haben alle Geister beseitigt. Und übrigens gibt es auch noch in dem Game ganz viele Nebenmissionen. Ich gehe schlafen, gute Nacht. Gute Nacht, Adawongi. Spiel ist vorbei, Monaco. In dem Spiel gibt es noch ganz viele Geister, die man exorzieren kann als Nebenquest. Und Master hat es jetzt leider verpasst, das Ende. Bin jetzt A+. Respekt. Wollen wir jetzt Splatoon oder wollen wir Dead by Daylight spielen, Chat? Moment. Oh, schaut euch zu. Ja, wir sind, du bist gerade zum Ende gekommen. White Day? Ja, ich weiß, was White Day ist, Minky. Gesamtspielzeit laut Monaco 2 Stunden. 8 Stunden und 11 Minuten, Monaco. Spielerlebnis Altai normal. 8 Stunden und 11 Minuten. Und das Spiel ist da so aufgebaut, dass man es mehrmals spielen sollte. Es gibt 10 Endings. Ja, okay.
ich fand es tatsächlich gut, deswegen habe ich es auch zu Ende gespielt. Kleiner Funfact, denn... Genau, hier sieht man die Geister, das waren die Bosse. Und alle Geister dazwischen, die habe ich nicht gesehen. Das sind so Zusatzgeister. Ihr seht hier, es gibt noch jede Menge Geister, die wir noch nicht begegnet sind. Deswegen, das Spiel sollte man unbedingt mehrmals spielen, um auch die anderen Geister zu sehen. Wir haben diese Frau gesehen, das war diese Wassernixe. Hier die Frau, die so oft an den Wänden hochgekrabbelt ist. Uns selber im Spiegelbild. Aber hier dazwischen, da fehlen überall noch Sachen. Ich habe es nur einmal gespielt, Scott. Ich habe nur einen Run gemacht. Von wem ich's gesehen, du bist weggerannt. Ich habe das Spiel nur einmal gespielt. 8 Stunden Spielzeit. Und, Fun Fact. Ich habe das Spiel eigentlich nur gestartet und wollte einen Stream drüber machen, um das so ein bisschen anzuteasern, das Spiel. Das mache ich in letzter Zeit ja häufiger, dass ich Spiele anteaser. Aber das Spiel hier gefiel mir so gut, dass ich gesagt habe, ey, wir werden mindestens einmal einen Run durchspielen. Ich werde noch mehr Runs machen. Ob ich es aber im Stream mache, weiß ich noch nicht. Ich werde sie aber, wenn ich sie nicht im Stream mache, dann privat machen. Aber ich werde auf jeden Fall noch mehr Runs machen. Ich will nämlich noch die anderen Geister sehen, ein paar andere Endings. Das Spiel ist mega, mega schön. Right Day heißt das Spiel. Gibt's für PC, gibt's für Handy. Eine alte Version gibt's für Handy. Ich kann's euch nur eben zeigen, was ich auch ziemlich gut finde. Jede Figur hat hier nämlich alle Outfits. In der Switch-Version sind alle Kosmetik-Items enthalten. Du kannst hier zum Beispiel, also du kannst jede Figur hier einen anderen Skin geben. Und alle Skins sind hier kostenlos drin in der Switch-Version. Das sind 30 Skins, die es gibt. Zum Beispiel können alle mit einem Bikini rumlaufen, mit einer anderen Schuluniform. 30 Sachen, die sind alle kostenlos. Ich glaube, auf PC und PlayStation müsste man sich die Skins als DLC kaufen. Aber dafür ist das Spiel günstiger. Da kostet das Spiel mittlerweile fast nichts mehr. Und das Originalspiel ist ein Handyspiel, da sieht die Figur so aus. Vergleicht mal. So sieht die Figur aus. Boah, krass, muss ich mir direkt kaufen. Und im Remake jetzt sieht sie so aus. Und das ist mit jeder Figur. Hier, vergleicht es einfach mal. Also grafisch ist es schon echt, haben sie sich schon echt Mühe gegeben. Hier. Und jetzt hier in der neuen Version so. Also es ist grafisch schon echt aufgehübscht worden. Hier, das ist unser Hauptprotagonist. So sah der früher aus im Hauptspiel, im Normalspiel. Zack, so sieht er jetzt aus. Also die haben das schon echt gut gemacht. Ja, und hier gibt es auch noch die Hauptfigur in Strandbikini. Hat jede Figur ein anderes Ende? Nein, du spielst die ganze Zeit nur diesen Jungen hier, Scotty. Aber du kannst die verschiedenen Frauen, die es hier gibt, die kannst du shippen. Das hier ist zum Beispiel der Hausmeister, der einen jagt. Da kann man ihn hier so Freddy geben. Dann läuft er mit Freddy-Kostüm rum und jagt dich. Auch ziemlich geil. Und hier, das ist der andere Hausmeister. Jason. Eigentlich ist das hier der Originalskin. Und das ist der damalige Originalskin. Das ist die grafische Verbesserung. Kannst einfach mit Freddy und Jason hier rumlaufen. Ja, und dann gibt es hier noch irgendwie Jimmy Yo. Den habe ich nicht freigespielt. Das ist irgendein Secret-Ende. Also, du kannst irgendwas in der Schule triggern, dass du noch einen ganz anderen, ganz andere Figur begegnest, mit der du wahrscheinlich auch rauskommst. Und dann gibt es noch verschiedene Endings, dass du zum Beispiel für immer in der Schule bleibst, weil du wahrscheinlich stirbst oder so und keine Ahnung was alles. Ja, ich finde es spannend. Ziemlich cooles Spiel gewesen. Überraschend gut. Kostet allerdings 30 Euro, aber du hast halt dieses DLC drin. Muss man sehen, ob es gerechtfertigt ist. Ich glaube, 20 Euro wären auch okay gewesen, aber es ist wirklich ein schönes Spiel. Auf PlayStation viel günstiger, aber da hast du, wie gesagt, diese 30 Skins nicht. Wahrscheinlich bist du dann am Ende da wieder teurer, wenn du alle Skins holst. Aber wer holt sich denn alle Skins? Genau. Das Coole hier ist, wie gesagt, du kannst es auf dem Fernseher spielen, du kannst es im Handheld spielen. Bei dem Handy kannst du es nur im Handheld spielen und bei PC kannst du es halt nur auf deinem Computer spielen. Daher ist die Switch-Version hier eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Das Spiel ist schon gut, ja. Hat auch eine sehr beliebte Fangemeinschaft.
Da ist für immer in der Schule, weil dich jemand festhält. Das ist auch krass. Auf jeden Fall finde ich gut. War überraschend gut, deswegen haben wir es auch durchgespielt. Ein Ende haben wir gemacht. Die anderen werde ich wahrscheinlich nochmal berichten. Übrigens, kleiner Fun Fact: Dragon Ball The Breakers gibt's erneut eine Testphase. Wir gehen mal kurz in den Shop. Ich glaube, jeder kann sich jetzt Dragon Ball Breakers runterladen, wenn ihr Interesse habt. Ist ein 1 vs 7 Spiel, also wie Dead by Daylight, nur im Dragon Ball Universum. Und die Testphase geht, lass mich kurz gucken,